keine Ahnung. Okay, ich kann jetzt Fleisch mit gutem Gewissen kaufen. Tiere essen, Fleisch zu essen. VegetarierInnen schlicht niemand mehr. Wir leben in so einem. Wenn ich schon höre VegetarierInnen, dann geht's schon wieder los. Kommt mir schon wieder das Kotzen. VegetarierInnen. Innen. Wenn das die ganze Sendung so durchgeht. Der Ruf des Fleisches ist eigentlich kaum noch zu retten. Sind VeganerInnen und VegetarierInnen schlicht die besten. Oh Gott. Ich hab schon Kopfschmerzen. Bitte lass so einen Scheiß. Besseren Menschen und Fleisch. Geht's aber ein bisschen besser, glaube ich, langsam mit dem Pump-Booster. FleischesserInnen einfach willensschwach. Genau darüber wollen wir heute sprechen, hier bei 13 Fragen. Ich möchte beide Lager bestenfalls zum Kompromiss führen, aber die erste Frage geht erstmal an euch. Was meint ihr? Darf man noch Fleisch essen? Schreibt ja, mir. Darfst du. Hab schon tausendmal durch. Kommentare. Sag mal bitte deine Meinung zu exogenen Ketonen bei älteren Menschen. Schon mal davon gehört? Ja, schon davon gehört, sind aber arschteuer. Das kostet ungefähr so 60 Euro oder so pro Portion. Wenn du vernünftige möchtest, da gibt es auch verschiedene Varianten, gibt es, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendeinen amerikanischen YouTube, Sportwissenschaftler, glaube ich, der hat dazu ganz detaillierte Videos gemacht. Lohnt sich nicht. Ich benutze das generische Maskulinum, ist auch das Beste. Dann eröffne ich mit der ersten Runde. Das ist erstmal eine schnelle Runde ohne Worte. Zweite Frage von 13 Fragen an euch. Wer von euch isst Fleisch? Wenn ihr sagt, ja, ich esse Fleisch, dann geht ihr bitte aufs gelbe Feld. Wenn ihr sagt, nein, ich esse kein Fleisch, dann geht ihr bitte aufs grüne Feld. Das war eine schwere Frage. Die zweite Frage war am schwersten jetzt, glaube ich. Kann ich mit ja beantworten? Ich esse gerne Fleisch, ab und zu jedenfalls, weil ich denke, dass es zu einer gesunden Ernährung mit dazu gehört. Ich esse kein Fleisch, weil ich es ethisch nicht vertretbar finde, tote Tiere zu essen. Ist es in Deutschland möglich, guten Gewissens Fleisch zu essen? Was sagt ihr? Ja oder nein? Was ist da ethisch so schlimm dran, tote Tiere zu essen? Wenn du Tiere auf dem Boden findest, Aas oder so, kannst du die doch auch essen. Da ist doch ethisch nichts Schlimmes dran. Die sollen mich mal einladen. Warum stehen denn hier nur Frauen? Die haben doch überhaupt gar keine Power. Die ist Flexitarierin und soll dann für Fleischfresser sprechen. Und die anderen beiden sind wahrscheinlich auch sehr emotional angedödelt. Von daher, was ist denn das für eine unausgeglichene Runde hier? Völliger Schwachsinn. Tasern. Die sollen sich gegenseitig tasern. Gib denen einfach Taser und dann machen die eine Taserschlacht. Da bin ich für. Roadkill-Restaurant. Ja, gibt's sowas, ne? Ob etwas moralisch vertretbar ist, wer entscheidet das denn? Also ich habe meinen Weg gefunden. Ich esse das Fleisch, was ich selbst erlege und hab da... Ach, eine Jägerin. Ja, die hat's... Okay, dann sagen wir, die zählt für zwei. Mit einem reines Gewissen und ja, freue mich über das, was ich bei mir auf dem Teller habe. Fleisch essen muss heutzutage eigentlich niemand mehr. Wir leben in so einer... Okay, ich nehm's zurück. Die Frau gerade zählt für zwei Männer. Minus 1, plus 2. In einer privilegierten Gesellschaft und Situation, es geht darum, dass wir im Hier und Jetzt sofort damit aufhören können. Vierte Frage von 13 Fragen. Ist es moralisch vertretbar, Tiere für den persönlichen Genuss zu töten? Ich glaube, wenn die beiden gegeneinander kämpfen, macht die Jägerin den sofort fertig. Direkt Schwitzkasten und hier... Direkt Brennnessel am Arm. Der hat nichts mehr zu lachen. Also ich denke, der Mensch hat sich schon immer irgendwo auch von Fleisch ernährt, natürlich nicht nur. Und ich denke... Ist auch böse, du. Ich denke, da wird sich doch nicht großartig was dran ändern. Wir sind so gesehen Allesfresser und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich mochte den Geschmack von tierischen Produkten früher sehr, sehr gerne und dachte, ein Leben ohne tierische Produkte wäre gar nicht lebenswert. Aber an einem gewissen Punkt musste ich mir die Frage stellen, ist denn dieser kurze Moment des Genusses wirklich eine Rechtfertigung für das Leid, das meine frühere Lebensweise verursacht hat? Und die Antwort für mich war nein und das war der Moment, als ich aufgehört habe. Doch. Tierische Produkte zu essen. Okay, zweite Runde. Es gibt übrigens 4 Runden, also es wird noch spannend. Die nächste Frage geht an euch. Ob Schlachtfabrik, Biohof, Weideschlachtung, am Ende muss ein Tier sterben, damit wir es essen können. Und das in einem der reichsten Länder der Welt, in dem wir uns auch ohne Fleisch gesund... Aber ohne wäre das Tier auch nicht am Leben. Ja, das Tier lebt extra dafür. ...ernähren können. Was meint ihr, sollten wir Schlachthöfe abschaffen? Wenn ja, dann könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zukommen. Wenn nicht, dann bleibt ihr einfach stehen. Gänzlich abschaffen nicht, weil ich glaube, die Zukunft beinhaltet auch, dass Fleisch mit zu unserer Ernährung gehören. Aber in der Größenordnung, ja. Johanna, was sagst du dazu? Also ich finde es tatsächlich auch ein schwieriges Thema. Ich bin auch sehr dafür, dass man das Ganze regionaler gestaltet und wieder mehr kleine Schlachthöfe schafft, aber sie nicht komplett abschafft. Also
auf Schlachthöfe könnte ich persönlich verzichten. Ich finde aber, die Frage ist zu allgemein formuliert, weil sowas wie Wiesenschlachtung finde ich zum Beispiel, also befürworte ich zum Beispiel in Bezug auf... Ein Schlachthof hat einen Vorteil, ja, dass er hygienisch ist, wenn er hygienisch geführt... Wir reden jetzt nicht von den polnischen Schlachthöfen, ja. Wenn der Schlachthof hygienisch geführt ist, dann hast du da eben deutlich weniger Probleme mit. Nachher, wenn da einer seine Footfinger reinmacht. Ey, danke fürs Folgen, aber jetzt reicht's auch. Ja, willkommen. Also, wenn du, das Tier kann auch schnell getötet werden und schnell verarbeitet werden. Es ist also effizient. Von daher, was spricht gegen Schlachthöfe generell? Da ist nichts gegen einzuwenden. Das ist einfach eine Arbeitsteilung, die der Jäger dann nicht mehr machen muss. Auf die Tötung eines Tieres sehr, aber das ist halt ganz überhaupt nicht zu vergleichen, sag ich mal, mit einem Schlachthof, wo am Tag 22.000 Schweine geschlachtet werden. Okay, dann bleib erstmal stehen. Wir gucken erst. Aber wo ist der grundsätzliche Unterschied? Ist ja, der Schlachthof selber ist doch nicht das Problem. Der Schlachthof ist nur zum Zerlegen der Tiere da. Der Schlachthof ist nicht dafür da, die Tiere aufzuziehen. Sondern du kannst ja auch die Kühe von der Weide in einen Schlachthof bringen. Also das ist ja eigentlich ein ziemlich dämliches Argument hier, beziehungsweise eine ziemlich dämliche Frage. Weil ein Schlachthof ist nicht das Problem, wenn man es als Problem sehen möchte. Ich würde lieber geschlachtet werden, als lebendig gegessen. Ja, siehste? Ich würde später lieber auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bevor ich mit 90 Jahren irgendwie vor mich hin vegetiere, sage ich auch, gib mir die Spritze und gut ist. Erstmal, wie es bei euch aussieht. Der Trend geht ja immer mehr in Richtung fleischlose Ernährung. Also selbst große FleischerstellerInnen setzen mittlerweile auf vegane und auf vegetarische... Oh, FleischerInnen! Oh. ...alternativen. Und trotzdem fordern VeganerInnen immer weiter, dass vegan... Egal, ich reg mich darüber nicht mehr auf. Kann mal einer einen Counter machen für den Scheiß? Keins mehr essen. Wieso? Reicht das nicht, wenn wir einfach weniger Fleisch essen? Wenn ihr mir zustimmt, dann kommt gern ein Schritt auf mich zu und wenn nicht, dann bleibt einfach stehen. Also natürlich wäre es weniger schlecht, aber das macht es nicht unbedingt gut. Mhm. Von daher, keine Ahnung. Also letztlich sehe ich es genauso wie Nico. Jeder kleine Schritt ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, ne? In Richtung mehr Bewusstsein für das Thema. Aber am Ende des Tages rechtfertigen wir immer noch das Töten eines Lebewesens. Und das wünschen wir, glaube ich, uns alle nicht. Es gibt ja auch diesen Begriff Flexitarier, also Leute, die... Ich würde mir viel mehr wünschen, dass es effizient ist und nicht zum Beispiel durch Betäuben und dann langsam ausbluten lassen. Ja gut, aber immerhin bist du dann betäubt, ne? Wenn du betäubt bist, dann merkst du davon sowieso nichts. Das muss man ja auch sagen. Die Sache ist ja die, dass die Tiere betäubt sind, das ist ja in Ordnung dann. Eher selten Fleisch essen. Ja, das Problem ist ja, was das mit einem macht, ist auch, dass man schnell ein gutes Gewissen sich einredet und sagt, ich mache das hier nur ganz wenig oder ich kaufe nur Bio oder man hat ja immer so... Das ist ja das Gleiche, wie wenn du zum Zahnarzt gehst oder eine Operation bekommst, dann kriegst du eine Betäubung, bist betäubt, du kriegst nichts mit von dem ganzen Scheiß. Du kriegst gar nichts mit, du weißt nicht mal nachher, dass dir einer einen Blinddarm rausgenommen hat. Und wenn ich dann in der Zeit jemanden töten würde... Wäre es eigentlich auch völlig egal. Wenn du auf dem Operationstisch stirbst quasi, wenn du betäubt bist, dann ist es für dich selber egal. Ne? Für deine Familie und so weiter natürlich nicht, die jetzt weiß, dass du gestorben bist. Aber für dich selber ist es in diesem Moment völlig Latte. Wenn ich auf dem Operationstisch sterben würde, ja, dann wäre das egal. Dann wäre mir das ehrlich gesagt völlig egal, weil ich kriege davon nichts mehr mit. Dann ist halt Ende aus Mickey Maus. Seine Ausreden, aber wir normalisieren das Töten von Lebewesen, wie unsere Hunde zu Hause, wie Katzen zu Hause einfach den Wunsch haben zu leben und wie du ja schon am Anfang gesagt hast, wir sind nicht darauf angewiesen. Das ist ein anderes Problem, Elli. Aber da arbeitet man ja auch mittlerweile in der Forschung nach, dass man die Tiere wirklich alle auch richtig betäubt. Man arbeitet da eben auch mit ich weiß nicht, ob die CO2 hat, nee, CO2 glaube ich nicht, Helium oder so, irgendein Gas haben sie da jetzt auf jeden Fall und solche Sachen. Also wenn wir eine gewaltfreie Option haben, warum sollten wir uns keine Gewalt vorentscheiden? Aber wir würden ja auch nicht nur einmal in der Woche einen Hund schlagen. Mhm. Du sagst jetzt, gutes Gewissen bedeutet, dass wer Fleisch isst, sollte ein schlechtes Gewissen haben? Also wir haben oft kein schlechtes Gewissen, weil wir uns in einer Gesellschaft leben, die das total normalisiert hat. Ja, Mann, die machen wir morgen. Hat, ne? Also ich habe auch 26 Jahre meines Lebens jeden Tag massiv viel Fleisch gegessen. Ich habe es sehr gefeiert. Mhm. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein erstmal da ist, das Bewusstsein muss erstmal geschaffen werden, also diese Verbindung wiederherzustellen von diesem Produkt, was... Aber wer feiert denn seinen Fleischkonsum? Also ich sitze jetzt nicht hier und esse ein Steak und mache dann erstmal Party? Es wird alles einfach ins Lächerliche gezogen. Regal ist, was in Plastik verpackt ist, zu dem, was hinter den Kulissen passiert, müssen wir erstmal wieder herstellen. Deswegen nein, ich finde nicht, dass man per se ein schlechtes Gewissen haben muss. Aber man sollte sich, also jeder, der Fleisch konsumiert, sollte einmal hinter die Kulissen schauen, was da passiert und wie das Essen hergestellt wird. Mhm. Schlechtes Gewissen ist Angst vor Konsequenzen. Auch gut.
Es gibt ja sehr häufig innerhalb dieser Diskussion den Vorwurf in, sage mal, eure Richtung, in die Richtung der VeganerInnen, in die Richtung der VegetarierInnen, dass ihr missionieren würdet. Jetzt würde mich mal an eure Seite interessieren, fühlt ihr euch jetzt so, als würden da die guten Menschen stehen und ihr seid die Schlechten und die bevormunden euch? Was sagst du, Johanna? Also ich. Die bevormunden uns, ja. Aber das sind keine besseren Menschen. Ich sehe es gar nicht so. Ich finde es völlig in Ordnung. Ich denke, jeder sollte auch selber wählen dürfen, was er denn essen möchte und was nicht. Mhm. Was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn es irgendwo ja eine Religion wird quasi und jetzt jeder unbedingt sich vegan ernähren muss, man das Leuten aufzwingen will. Religion per se kann es ja nicht sein, weil Religion ist ja der Glaube an etwas Überirdisches. Ach, Digga. Das ist eine Metapher. Verstehst du nicht, was eine Metapher ist, Nico? Oh. Dieses Argument immer, das ist keine Religion. Digga, dann nennst Sekte oder wie du es auch immer nennen möchtest. Oder idiotische Gemeinschaft oder wie soll man es denn sonst nennen? Es ist eine fucking Religion, weil es eine Metapher dafür ist. Oh. Was man nicht wirklich verifizieren kann, aber das Leid von Tieren ist etwas sehr Greifbares und Missionieren eben hat diesen religiös konnotierten Begriff. Letztendlich versuchen vegan lebende Menschen nur das Leid, was sie sehen, halt sichtbar zu machen. Also ich meine auch nicht, dass ihr es als Religion anseht, aber manchen hat man halt das Gefühl, dass Es geht uns ja gar nicht darum, irgendjemand was aufzuzwingen, können wir ja gar nicht. Wir können. Guten Abend, Nikino. Niemand wird das zwingen. Was wir aber tun, ist, wir zwingen den Tieren ihren Tod auf. Also wir zwingen sie, die haben gar keine Wahl, sie haben keine Stimme, sie haben keine Möglichkeit, sich zu äußern. Ich bin Narkosearzt, also selbst wenn ich einem Tier eine Narkose verpassen würde und das Tier würde nichts mitbekommen, ich würde meinem Hund zum Beispiel auch keine Narkose verpassen, in die Kehle aufschlitzen und sagen, ist ja egal, hat nichts mitbekommen. Es ist ja unmoralisch, das zu tun, wenn man es nicht muss. Naja, das macht man heute auch. Man schläfert Tiere ein heutzutage. Ist auch völlig normal, das machen die Tierärzte. Ist ein Pferd ein Bein gebrochen, dann wird's Lasagne. Wenn du die Operation für deinen Hund nicht bezahlen kannst, Spritze rein, eingeschläfert. Ist traurig, aber ist wahr. Passiert nun mal. Und warum? Das ist Ansichtssache. Also die Diskussion finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil es letztendlich eine ähnliche Diskussion ist, wie ist blau oder rot jetzt schöner? Ich weiß, ethisch, moralisch was anderes. Aber ich denke, da werden wir nicht auf einen Nenner kommen, uns jetzt zu einigen. Veganer, das ist ein guter Punkt. Veganer glauben an eine allgemeingültige Moral und das ist ja was Überirdisches. Richtig. Von daher ist es eine Religion. Ein guter Punkt, den man dann eher anbringen kann. Ob es okay ist, Tiere zu töten oder nicht. Aber würdest du sagen, Schweine empfinden Schmerz? Natürlich. Haben Schweine den Wunsch zu leben? Sicherheit. Warum dann zu leben? Weil wir schon immer uns... Ich verstehe nichts, wenn die Kackmusik drüber ist. Fleisch. Ach so, du warst das, Joe. Vielen Dank. Wir haben schon immer Tiere getötet. Haben. Ja, wir haben das schon für immer gemacht, oder? Was wir heute als unethisch ansehen. Oder würdest du sagen, dass die Menschheit in den letzten 10.000 Jahren nur Dinge immer schon gemacht hat, die in Ordnung waren und dass wir niemals an einem Punkt gesagt haben, hey, was wir schon immer getan haben, ist doch unethisch und wir ändern es? Natürlich nicht, aber letztendlich Thematik Wolf. Der Wolf ist ja so gesehen auch unethisch, der fragt das Schaf oder ähnliches vorher auch nicht. Darf ich nicht jetzt bitte töten? Ja, der Mensch unterscheidet sich ja von nichtmenschlichen Tieren, weil er über eine Moral und Ethik verfügt und sich seines Verstandes bedienen kann. Und ja, aber da müsste der Mensch eigentlich alle Wölfe ausrotten. Wenn wir das mit dem Verstand vereinbaren wollen quasi, dann müssten wir alle Wölfe ausrotten, damit die keine anderen Tiere mehr töten. Dann dürften wir schön in Afrika die Löwen erschießen, was ich jetzt nicht machen würde. Sind eigentlich alle Medikamente vegan? Guter Punkt, Oddity. Denn da macht man auch einen Unterschied. Am Ende ist es dann auf einmal cool, wenn... Ey, danke für die Bits, mein Freund. Das ist echt nett von dir. Vielen Dank, LP Game. Ja, aber bei vielen Tieren ist es nicht so. Und das ist das, wo wir sagen, wir sind quasi besser als Tiere, weil wir stellen uns ja an die Spitze der Nahrungskette. Ich finde es teilweise schwierig, wenn mir jemand sagt... Also macht die Frau einen Unterschied zwischen Tier und Mensch? Ich dachte, man darf keinen Unterschied zwischen Tier und Mensch machen. Ja? Ich esse zum Beispiel gerne alle 2 Wochen ein Stück Fleisch aus guter Haltungsform und finde es schwierig, wenn mir jemand sagt, hey, das, was du machst, ist ganz, ganz schlecht. Ich glaube nicht, dass wir etwas in der Gesellschaft bewegen, wenn man mit einem erhobenen Zeigefinger kommt. Ich glaube, das geht nur, wenn man den Leuten Alternativen aufzeigt und das nicht verteufelt, was die sagen. Klar, das Thema... Was verkauft die? Das war so schnell. Wenn man den Leuten Alternativen... Verkauft vegane Fleischersatzprodukte und Insekten... Ach so, daher wird der Wind. ...alternativen aufzeigt und das nicht verteufelt, was die sagen. Klar, das Thema, hey, wir haben schon immer Tiere getötet und dass es nicht unbedingt gut ist, ist auch ein anderes Thema. Aber das ist Kultur. Das ist ein Stück weit Kultur, dass wir Tiere essen. Und das werden wir auch nicht easy und ganz schnell wieder rauskriegen. Da können wir gleich... Ja, das sowieso nicht. Also egal welche, selbst wenn nur das Beste... Nehmen wir wirklich mal an, Fleisch wäre jetzt wirklich krebserregend. Ja? Genauso wie Zigaretten. Hören die Leute auf zu rauchen? Hören die Leute auf Alkohol zu trinken? Nein. Warum? Weil die Leute doof sind. Und von daher, selbst wenn es Argumente geben würde gegen den Fleischkonsum, würden die Leute nicht aufhören. Und das verstehen die, glaube ich, auch nicht, die 3 Frauen, die hier stehen. Geschlechter spielen keine Rolle. Hey, verurteilt mich nicht. Weiter darüber diskutieren. Ja, bitte. Wir haben noch genug Zeit dafür. Ich möchte gerne die nächste Runde eröffnen. Und da ist auch Zeit für eure persönlichen Erfahrungen.
Guter Punkt, Joe. Gibt's eigentlich Höhlenmalereien mit veganen Motiven? So einen schönen Sojatofu an der Wand. Die siebte Frage geht an dich, Johanna. Deine Schweine, die haben 30% mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, also 1 Quadratmeter pro Schwein statt 0,75 Quadratmeter pro Schwein. Dir ist es also schon auch wichtig, dass es deinen Tieren gut geht. Würdest du denn sagen, dass du sie artgerecht hältst? Auf jeden Fall. Also ich stehe voll hinter dem, was wir auf dem Betrieb tun. Sonst würde ich so nicht machen, würde ich nicht dahinter stehen. Artgerecht finde ich tatsächlich immer schwierig. Ich bin der Meinung, auch die Katze in einer Einraumwohnung wird nicht artgerecht gehalten. Artgerecht wäre tatsächlich, wir machen den Stall komplett auf, bauen auch keinen Zaun, sondern lassen sie wie die Wildschweine draußen rumrennen. Funktioniert aber nicht so ganz. Vor allem auch nicht bei den grob 3500 Schweinen, die wir am Tag brauchen. In Berlin, also nicht brauchen, aber aktuell konsumiert werden in Berlin. Das funktioniert nicht, dementsprechend brauchen wir irgendwo Ställe. Artgerecht ist auch dämlich. Erstmal das Argument, was sie gesagt hat, dann müsstest du Katzen, Hunden und so weiter, müsstest du das gleiche Recht einräumen. Du kannst sagen, wenn es dem Tier gut geht, dann geht es dem Tier gut. Ganz einfach. Wenn das Tier sich wohlfühlt, wenn die Hühner draußen im Hühnermobil nicht abhauen, ja, selbst wenn sie außerhalb des Zauns sind, hauen die nicht ab. Eine Kuh verpisst sich nicht einfach. Wenn eine Kuh ausbüchsen kann, dann haut die nicht einfach ab bis irgendwo, sondern die bleibt einfach da, wo sie was zu essen, was zu trinken und was zum Schlafen hat. So ist das nun mal. Das ist halt ein gewisses Jagdrevier, wo die Tiere sich wohlfühlen. Das Problem ist nicht der Konsum, sondern um den bewussten Konsum. Viele konsumieren, ohne zu reflektieren, was da vor einem liegt. Das ist richtig. Das ist ja das, die Gesellschaft verweichlicht. Die wissen doch nicht mehr, was hinter einer Putenbrust zum Beispiel für ein Tier steckt. Und dann heulen sie rum, wenn man auf dem Markt ein Tier dann live schlachten möchte. Das sind die Heuchler, das ist richtig. Es ist aber so, dass mehr Frauen Veganer sind als Männer. Das stimmt. Und da finde ich unseren schon wirklich sehr, sehr schön. Es ist nicht nur der Platz, der mehr ist, wir haben mehr Licht im Stall, wir haben Beschäftigungsmaterial, Stroh, Minimaleinstreu und ich stehe da voll dahinter, auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu? Bewegt euch das einen Schritt nach vorne? Auf gar keinen Fall. Also du hast es ja gesagt, die Tür aufmachen und dann in Freiheit und die Tiere werden ja auch dafür gezüchtet, damit man sie dann eben über einen kurzen Zeitraum eingesperrt hält, mästet und dann eben für den Verzehr schlachtet. Ich habe das Gefühl, wir haben vergessen, was Töten bedeutet. Mhm. Also ich habe manchmal so ein riesen Fragezeichen in meinem Kopf und... Korrekt. Also du, ehrlich, ja, okay. Da wurde sich bewegt. Warum? Ja, weil das definitiv der Fall ist. Also ich würde mal behaupten, dass 90% der deutschen Einwohner überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie ein Tier lebt, gehalten wird, transportiert und geschlachtet wird. Richtig, 90% der deutschen der Einwohner würden auch sterben, wenn auf einmal das Fernsehen ausfällt. Wenn du auf einmal kein Netflix mehr hast, dann würden 90% sterben, weil sie nicht mehr wissen sollen, was sie tun. Die essen vorm Fernseher, die trinken vorm Fernseher. Die nehmen ihr Handy mit aufs Klo. Wenn es kein Handy und kein Fernsehen mehr gibt, dann sind die aufgeschmissen. Die wissen doch gar nicht mehr, wann sie essen sollen. Die Deutschen. Von daher, völlig verständlich. Definitiv. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich brauche dafür nur in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgucken. Für die ist halt ein Schnitzel oder eine Hühnerbrust aus dem Supermarkt nehmen das gleiche, als ob sie einen Joghurt nehmen oder einen Müsliriegel oder sonst irgendetwas. Da ist kein großer Unterschied und die wissen auch nicht, was dahinter steht. Und dass wir so weit weggekommen sind von der Tötung, oder nicht von der Tötung, von dem Wissen, was eine Tötung heißt und was es vor allem bedeutet, wenn wir jetzt auch dieses Putensteak kaufen und nach einer Woche Müll schmeißen, weil ist halt abgelaufen, schade drum. Das ist, finde ich, sehr erschreckend, ehrlich gesagt, dass das in Deutschland so passiert ist. Und sehe da auch einen großen Fehler irgendwie im Bildungssystem bei uns. Johanna, du nickst auch und bist auch... Es ist kein Bildungssystem, es ist einfach ein gesellschaftliches Scheißsystem. Einen Schritt nach vorne gegangen? Ich sehe es genauso. Also wir müssen definitiv, gerade wenn es um Fleisch geht, wieder bewusster essen und uns klar machen, dass natürlich für dieses Stück Fleisch ein Tier gestorben ist. Mhm. Und das finde auch ich sehr, sehr wichtig. Sagt das auch Leuten immer wieder gerne, kommt, guckt euch unseren Stall auch an. Wenn wir für uns zu Hause schlachten, guckt euch das meinetwegen auch mit an. Alles kein Problem, weil es wirklich wieder bewusster werden muss. Also gehe ich voll mit, klar. Ergänzend vielleicht auch noch wichtig, die Punkte natürlich geht es darum, dass wir einen Dialog führen und auch eine Lösung finden, aber ihr habt ja auch gerade angesprochen, jeder muss für sich selbst entscheiden, was er oder sie für richtig hält. Das ist ja eigentlich nicht die Basis von Moral, sondern man versucht, gegensätzliche Meinungen so weit zum Konsens zu führen, dass man sagt, hey, was wäre denn für mich persönlich gut, was sind die goldenen Regeln der Ethik und wenn ich nicht möchte, dass mir etwas angetan wird, finde ich, kann man überlegen, warum tue ich das dann einem anderen Lebewesen an und... Ganz einfach, weil es... Richtig, Elli. Ganz einfach, das Thema Moral hatten wir auch schon und das, Und da habe ich auch noch ein paar neue Argumente, die man vielleicht so gar nicht gehört hat. Von daher bin ich immer für Diskussionen bereit, liebe Veganer, wenn einer möchte. Generell Lebensmittel wegschmeißen ist Mist, richtig. Wir schmeißen ein Drittel der Lebensmittel weg, insgesamt in Deutschland, plus Supermärkte und was weiß ich nicht was. Wir könnten 11 bis 12 Milliarden Menschen aktuell ernähren. Es müsste aktuell keiner auf der Welt hungern. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es wird weggeschmissen.
du darfst nicht containern, du darfst dir den Scheiß nicht rausholen, du darfst und so weiter, ne? Es ist Müll. Wenn es über Mindesthaltbarkeitsdatum ist, es ist Müll. Wenn man sagt, hey, kann ihr das für mich rechtfertigen, Fleisch zu essen und damit Tiere zu töten oder nicht, ist ja die Frage eigentlich nicht, ob ich es kann oder ob er es kann oder sie, sondern was es mit dem Opfer macht. Über das sollte man ja eigentlich sprechen, weil dieses Opfer ist ja der Leidtragende. Wir sind ja in der privilegierten Situation, dass wir darüber sprechen, ohne überhaupt davon betroffen zu sein. Deswegen finde ich es einfach wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, was das mit dem Opfer macht. Klar. Also du hast quasi eine Mitentscheidung getroffen. Voll. Und das, die ist ja das Problem. Mir ist eigentlich total egal, ob jemand gerne Chips in sich reinstopft und Eis zum Frühstück isst. Darum geht es gar nicht. Das ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Aber sobald andere mit involviert sind, da ist eben der Punkt, wo ich sage, okay, da schalte ich mich ein, weil das ist mein Thema. Mir geht es ums Schwein, nicht um den Mensch. Vielleicht kann man aber eine bessere Entscheidung treffen. Also der Mensch ist egal, Schwein ist wichtig. Indem man vielleicht mehr für das Stück Fleisch zahlt oder weniger isst. Klar, besser ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, ansonsten würden wir vielleicht bei Johanna nicht über den halben Quadratmeter sprechen, sondern über 3 Quadratmeter. Kommt da nicht auch als Frage dazu? Ja, mit dem Bacon muss ich nochmal irgendwas machen hier. Oder wer kann sich ein teures Stück Biofleisch überhaupt noch leisten? Ja, Fleisch sollte kein Billigprodukt sein. Muss es dann auch jeden Tag gekauft werden? Ich finde das doch etwas, worauf man sich einigen kann. Fleisch sollte kein Billigprodukt sein. Komm, Freunde. Absolut. Sehr gut. Komm, Freunde. Naja, Moment. Schritt zurück, lieber Nico. Dann sollte aber auch kein Produkt Billigprodukt sein, ja? Auch das Gemüse sollte nicht Billigprodukt sein, was irgendwo aus Spanien kommt, wo man den ganzen Bauern das Wasser wegknapst, damit irgendwelche großen Firmen ihre Tomatenfelder anbauen. Dann sollte aber auch entsprechend die Billigbanane nicht sein, wo man Affen für erschießt, damit man die Bananenplantagen machen kann. Also so einfach geht das hier nicht. Alle wieder einen Schritt zurück, sonst kommt der Taser. Das Team, lass mich so nicht. Ja. Joscha, ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Ja. Du betreibst zusammen mit einem Freund einen YouTube-Kanal, der heißt Vegan ist ungesund. Und euch ist es wichtig, über Veganismus aufzuklären, über Klischees zu sprechen und auch andere Leute natürlich dafür zu begeistern und zu überzeugen. Ihr seid für diesen YouTube-Kanal sogar mal in einen Schweinestall eingebrochen. Was kommt dir denn da als erstes in den Kopf, wenn du an diesen Tag denkst? Also eingebrochen? Also haben sie eine Straftat begangen. Wo war das Ordnungsamt nochmal? Moment. Essen. Ordnungsamt, Essen, Corona, melden Sie einen Verstoß. Ort, Einbruch in Schweinestall. Nähe Beschreibung. Halbmann-Veganer bricht in Schweinestall ein. Melde ich gleich. Ich weiß, dass ich bis zu dem Punkt, als ich vor dem Schweinestall stand, sehr aufgeregt war, weil ich nicht wusste, was mit mir passiert. Also ich habe irgendwie gedacht, mal gucken, was das mit mir macht. Und dann, als ich die Ferkel gehört habe, muss ich sagen, habe ich echt einen Kloß im Hals gehabt. Und das Erste, was ich weiß, dass ich reingegangen bin, ist, dass tatsächlich ein totes Ferkel auf dem Boden lag, in der Mülltonne neben dem Eingang und der gestank. Also es war einfach so ein unfassbar... Ja, ich habe schon mal tote Tiere im Wald gesehen. Bin ich aber nicht gleich ausgerastet. Beißender... Guten Abend, Meister. Ja, in der Luft. Und ich habe einfach mich ein bisschen machtlos gefühlt. Ich habe einfach diese Tiere gesehen und wie gesagt... Das ist gegen Corona-Schutzmaßnahmen. Ja, Moment, wenn er aber in einen Schweinestall einbricht, ja... ohne Corona-Schutzverordnung, keinen Mindestabstand zu den Schweinen hat, kann der Virus auf die Schweine überspringen. Und jetzt ist der Typ daran schuld, wenn in irgendeinem Schweineschlachthof von Tönnies die ganzen Leute positiv getestet werden. Der Typ ist der Superspreader. Der ist in den Schweinestall eingebrochen und hat den Virus da verteilt. Das ist der wahre Übertäter. Schäm dich. Schäm dich. Ich habe einen Hund zu Hause und ich habe überall meinen Hund gesehen. Ja, und natürlich fangen die Schweine, wahrscheinlich das kleine Ferkel ist wahrscheinlich vor Schreck umgefallen, als da so ein Typ reinkommt einfach. Mitten in der Nacht. Weil das alles noch Babys waren und darüber stand ein Schild, wie viele tot sind und wie viele noch leben. Ich nee, kam noch keine Antwort. Ich habe tatsächlich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verarbeiten. Ich merke auch, dass ich das oft verdränge im Alltag, weil letztlich, ich kann in der Situation nichts ändern und damit muss ich leben. Alles, was ich machen kann, ist, so gut es geht, darüber zu sprechen, aufzuklären. Und am Ende des Tages geht jeder Mensch nach Hause und entscheidet sich, was er sich auf den Teller packt oder nicht. Johanna, was denkst du denn dazu? Also wir selber halten keine Sauen, wir haben Masttiere bei uns im Stall, aber allein schon diese Stalleinbrüche finde ich einfach unter aller Sau, denn letztendlich ist es ein Hausfriedensbruch, was so nicht funktioniert. Ich bin der Meinung, ich kenne viele Landwirte, wir selber machen es genauso. Einfach mal durchrufen, eine E-Mail schreiben, WhatsApp, was weiß ich, hey, ich bin's, kann ich mir mal euren Stall angucken, überhaupt kein Problem, aber diese Stalleinbrüche gehen für mich einfach gar nicht. Also letztendlich kannst du in jedem... Ja, vor allen Dingen trägst du dann da Bakterien und Viren rein und dann... tötest du die ganzen Schweine selber. Herzlichen Glückwunsch, Herr Veganer. Stall, Horroraufnahmen machen, die kannst du auch bei uns im Stall machen. Unsere Buchten beispielsweise, ja, das ist ja doch dann, sind wie ein U aufgebaut. Da stelle ich mich nachts rein, klatsche in die Hände, die laufen alle in eine Ecke, da mache ich ein Foto und habe Massentierhaltung und Tiere dich gedrängt. Dass eigentlich der Doppelplatz da ist, sagt mir keiner. Genau das ist auch das Richtig. Problem. Richtig, scheiß Veganer. Einbrecher. Kann ich überall machen. Ja, das stimmt aber nicht. Ich habe sowas auch schon gemacht. Nee, das stimmt nicht. Und ich war auch schon mal in einem Betrieb, Kaninchenmastbetrieb. Nachts oder offiziell? Nachts, nicht offiziell. Ja. Kaninchenmastbetrieb.
Ein Kaninchen hat auch eine Ahnung davon, was da jetzt los ist. Ein Schwein ist ein bisschen intelligenter. Wir haben da tote Tiere gesehen, wir haben da Tiere mitgenommen, die nicht mal an die Nippel trinken kamen, weil sie gebrochene Beine hatten. Und da kam ja auch, da geht doch auch keiner durch, da liegen teilweise Tiere, es gibt Aufnahmen. Und der Skandal an der Sache ist ja eigentlich auch, dass solche Aufnahmen nur über Tierschützerinnen überhaupt in die Medien kommen. Und die Aufnahmen gibt es ja, dass da tote Tiere wochenlang zwischen Lebenden liegen. Das legt ja keiner dahin. Aufnahmen, wo tote Tiere mit in die Betriebe genommen werden. Es mag sein, wir haben definitiv Betriebe, in denen haut es nicht hin, da gebe ich euch vollkommen recht. Aber andere Betriebe schlecht zu machen, die ordentlich arbeiten, weil tote Tiere mit in die Stelle genommen werden, um entsprechende Bilder zu machen. Hast du dafür Beweise? Also erstmal möchte ich ganz kurz sagen, dass bei uns, also zwei Sachen. Erstens, bei uns im Stall wurden über 2 Wochen Aufnahmen gemacht mit versteckter Kamera. Und es wurden unfassbar brutale Zustände aufgedeckt, die nie aufgedeckt worden wären, wenn wir nicht da gewesen wären. So. Zweitens, wir waren bei SternTV, da war eine Expertin, die nicht vegan lebt, die nichts mit uns zu tun hat, die bestätigt hat, dass das normal ist. SternTV ist auch der Sender, ja. Das müssen wir als Es gab eine Landwirtin, jetzt gerade erst vor kurzem, hat SternTV mit in den Stall genommen, wollte mal zeigen, wie es wirklich aussieht. Und zack, wurde der Spieß wieder umgedreht und es wurde ins Negative gezogen. Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass fühlende Lebewesen sind, die da nicht sein möchten. So, die Menschen ertragen die Bilder nicht, weil sie brutal sind, aber weil wir sie einfach nicht sehen. Egal, ob die Tiere ein bisschen mehr Platz haben. Das dritte, das letzte, was ich noch dazu sagen wollte, war, ich kann dir sagen, wenn ich auf diese Situation hätte verzichten können, diese posttraumatische Belastungsstörung, hätte ich das sehr gerne getan. Glaub mir. Warum hast du es nicht? Wann bist du nachts in den Stall eingebrochen? Weil ich Er hat eine posttraumatische Belastungsstörung, weil er in einem Stall eingebrochen ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Karma kommt zurück. Überzeugung, weil wenn die Tiere selber ein Mikrofon hätten und einen YouTube-Kanal hätten, in dem sie darüber reden können, wie scheiße es ihnen geht, hätte ich ihnen gerne die Platte. Natürlich, das stimmt, da stimme ich dir zu, Monkey. Es sollte einfach mehr unabhängige Kontrollen in der Tiermast geben. Das stimmt. Dann sollte man doch da ansetzen und sollte doch der Politik sagen, irgendwie, oder wir setzen uns ein für unabhängige Kontrollen und so weiter und so fort. Dann werden die Kontrollen nämlich auch ordentlich gemacht, unangekündigt. Und nicht einfach nachts einbrechen und die Tiere erschrecken. Plattform gegeben. Aber das ist ein bisschen so, weißt du, wenn das ein Haus, das, und das ist das Ding, was ich nicht verstehe, wenn es voller Hunde gewesen wäre. Die Leute wären auf die Straße gegangen. Also ganz ehrlich, guck dir mal manche Hunde an. Es gibt Leute, die halten Husky in einer Einraumwohnung. Aber das macht das auch nicht besser. Das hat ja damit nichts zu tun. Also da gibt es genauso Spaß. Ja, aber das ist ja Whataboutism. Wir sprechen jetzt gerade über Schweine und wir sprechen über Massentierhaltung. Und aber Whataboutism ist doch richtig, verdammte Kacke. Weil es geht ja um die grundsätzliche Frage. Um den Umgang mit den Tieren und wie das kontrolliert wird und so weiter und so fort. Es ist ja nicht das Problem, dass die Tiere gehalten werden, sondern wie sie gehalten werden. Also ist das nicht falsch. Genauso wie die kleinen Kinder in Afrika den Kakao pflücken, ne? Der dann in euren Smoothie reinkommt. Wir sprechen nicht über einzelne Betriebe. Ja, das Problem ist bei euch jetzt gerade halt auch, du fühlst dich natürlich extrem angegriffen, zu Recht, denke ich mal, weil es bei euch eben nicht so läuft. Und ich weiß nicht, wie seid ihr denn zum Beispiel auf den... Ich habe ja nur berichtet, also ich habe ja noch nicht mal mit dir gesprochen, ich habe nur berichtet, was ich da gesehen habe. Es geht mir auch nur um den... Ja, aber ihr verallgemeinert, aber auch, also ihr sagt halt auch, das ist halt Standard, das ist normal und so weiter. Das hat keiner gesagt, oder? Also das ist, natürlich... Natürlich hat die das gesagt! Hat die vergessen, was da vor 2 Sekunden gesagt wurde? Die haben doch gesagt, das ist normal. Nicht standardisiert, Massentierhaltung ist standardisiert, das ist ja auch so. Könnt ihr dann verstehen, dass sie sich davon angegriffen fühlt, von dieser Formulierung, dass es standardisiert ist, weil sie sich Mühe gibt, dass es bei ihr anders ist? Ich kann das verstehen auch, dass du dich persönlich angegriffen fühlst, weil das ist dein Daily Business und vielleicht magst du die Schweine auch, trotzdem gehen die am Ende auf die Schlachtbank und das finde ich zum Beispiel moralisch verwerflich. Aber ist doch nicht auch genauso verwerflich, dass der Konsument hingeht im Supermarkt und genau für diese Haltungsform bezahlt? Natürlich, auch das. Also das hat mehrere Seiten. Wir haben jetzt über die eine gesprochen. Es ist super, also ich finde das einen super wichtigen Punkt. Also wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, irgendjemandem, also wir haben auch, als wir da waren, wir haben ja noch nicht mal den Stall angezeigt, weil ich von vornherein gesagt habe, ich möchte niemanden anzeigen. Mir geht es nicht darum, ein Beispiel zu zeigen und zu sagen, der ist aber scheiße, der ist doof, sondern mir geht es darum zu sagen, wenn wir als KonsumentInnen das nicht... Moment, aber du hast da verallgemeinert und er fängt auch mit dem KonsumentInnen... Oh. Da stehen 3 Frauen. Kaufen, dann gibt's das auch nicht. So, das heißt, wir sind auf jeden Fall mit in der größten Verantwortung. Du machst deinen Job, du machst das, was du vielleicht gelernt hast. Du bist so aufgewachsen, du bist so sozialisiert, das sind wir auch worden. Ne? Ich meine, ich bin in einer Position, wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen wäre, meine Eltern vielleicht Landwirte beide wären, dann wäre ich vielleicht auch da jetzt. Weiß ich nicht. Ich bin es aber nicht. Insofern, natürlich kann ich verstehen, dass du dich verärgert fühlst. Ich verstehe, dass man sich angegriffen fühlt. Das war auch keine persönliche Attacke. Weiß ich alles, es geht mir auch nicht um dich persönlich, sondern um den Fakt. Kannst du denn trotzdem verstehen, dass es offensichtlich viele Ställe gibt, bei denen es so läuft, wie es bei denen läuft, womit ich nicht sagen würde, dass es bei dir auch so ist? Natürlich ist es ein Problem, dass wir diese schwarzen Schafe haben. Das ist gar keine Frage. Wer hat denn schwarze Schafe? Schmecken die schwarzen Schafe nach Lakritz? Das wär mal interessant. Kann das mal einer recherchieren? Das ist jetzt aber gerade für mich kein Grund, einen Schritt nach vorne zu gehen. Wir müssen Missstände aufdecken, aber letztendlich ist das der Job von Veterinärämtern. Die Art und Weise, nachts in den Stall zu gehen, funktioniert halt einfach. Würde mich tatsächlich interessieren, was ihr dazu denkt. Findet ihr, dass so Stalleinbrüche zum allgemeinen Abschrecken okay sind? Alina, du bist Jägerin und du isst vor allem das Fleisch, was du auch selbst geschossen hast. Und trotzdem liebst du Tiere, du hast mehrere Hunde. Wo ist denn da der Unterschied zwischen deinen Hunden und den Rehen, die du schießt? Ich selber war auch 4 Jahre Vegetarierin und das aus Gründen eben der Haltungsform. Oh, eine Ex-Veganerin. Aber irgendwann so nach 4 Jahren irgendwie gemerkt mir, dass mir das Fleisch einfach fehlt. Vom Geschmack, ich wollte es wieder in meinem Leben haben. Das ist ein richtiger Mann.
Leute, guckt es euch an. Und habe mir dann gedacht, wie mache ich das am besten, sodass es für mich, wo wir das schöne Wort haben, moralisch am vertretbarsten ist. Also grundsätzlich denke ich mal, es gibt die Entscheidung, esse ich Fleisch, ja oder nein. Dann ist die nächste, dann ist bewusst, dass für meinen Fleischkonsum ein Tier sterben muss. Und dann beschäftige ich mich damit, wie muss das sterben. Und für mich ist auf die Jagd gehen die vertretbarste Lösung, sage ich mal. Weil ich setze keinen Zaun, ich schreibe niemandem was vor, ich gebe keine Medikamente, ich bin eigentlich, sag mal, Zaungast des Lebens. Okay, was sagt ihr dazu? Kommt ihr einen Schritt auf Alena zu? Also prinzipiell kann ich das schon verstehen und ich muss ganz ehrlich sagen, wer Fleisch isst, muss in meiner Wahrnehmung das Tier auch zerlegen, töten und zerlegen können. Also ist das dann okay? Ja, dann mache ich einen Jagdschein, auch kein Problem. Das können ja die wenigsten, weil die würden wahrscheinlich einfach am Nervenzusammenbruch zerbrechen oder beziehungsweise sie könnten es wahrscheinlich nicht mal töten. Und ich finde, gerade das Thema Jagd ist auch sehr komplex. Also ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt hier bis zum Ende durchspielen, aber das klingt immer sehr kleinteilig und Jäger erlegen im Jahr auch 5 Millionen Tiere. Was mich aber interessieren würde, würdest du auch deine Hunde essen? Nee, meine Hunde würde ich nicht essen, aber ich würde auch nicht eine Kuh, die ich zu Hause halte oder eine Ziege, die ich zu Hause halte. Das sind für mich Haustiere, die ich bei mir habe. Und ein Wildtier ist für mich ein freilebendes Tier, zu dem ich keinerlei Beziehung habe, außer eben die, wo in dem Moment, wo ich sehe. Richtig, der Grund, warum du deinen Hund hast oder deine Katze hast, ist eben ein anderer als der, wofür die Tiere da, also die, wofür die Tiere gezüchtet werden oder eben gejagt werden. Der Grund ist ein anderer. Und entscheide, ob ich es eben schieße oder nicht. Aber ich habe halt keine persönliche Beziehung dazu. Ich benutze auch ein Auto, um Auto zu fahren und ein Fahrrad, um Fahrrad zu fahren. Ich benutze kein Fahrrad, um Auto zu fahren. Ne? Das ist genauso. Ich frage mich halt wirklich, wenn wir alle Alternativen haben, wir haben einfach eine so bunte pflanzliche Küche, wir haben inzwischen alle Alternativen, wenn wir so wollen. Wir müssen es nicht, wir können aber. Wir können alles ersetzen, was vom Geschmack super nah an das Original rankommt. Die meisten Menschen sagen, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, aber sie haben es noch gar nicht ausprobiert. Ja, Elli, das ist halt alles Gewohnheitssache, ne? Da gewöhnt man sich nach und nach langsam dran und lernt damit dann auch umzugehen. Das ist halt, Apropos ausprobieren, ich habe meine Frage an euch alle jetzt. Yes. Würdet ihr Insekten essen? Wenn ja, dann kommt mal einen Schritt auf mich zu und wenn nein, dann geht ein Schritt zurück. Okay, Marlo, dein Unternehmen Chihuahua verkauft vegane Fleischersatzprodukte, aber auch Produkte aus Insekten. Das mit den Insekten ist übrigens auch so eine Sache, wo jetzt auch neue Forschung zumindest kam, dass man überhaupt noch gar nicht weiß, was jetzt der langfristige hohe Konsum an Insekten überhaupt im menschlichen Körper zum Beispiel macht. Weil du hast ja zum Beispiel auch dann entsprechend den Panzer, wo natürlich auch irgendwelche Abwehrstoffe drin sein können und so weiter und so fort. Das ist immer die Frage, ne? Würdest du sagen, dass Burger-Patties aus Käfern und Würmern die Lösung der Zukunft sind? Es ist ein Teil der Lösung, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass die Zukunft durchaus hauptsächlich vegan aussehen wird. Aber ich denke, das wird nicht für alle befriedigend sein. Und was ist denn das für ein dämliches Spiel mit diesen Ja nach vorne zurück? Was soll das ergeben? Wer hat gewonnen nachher? Da müssen mehr Alternativen her. Und ich glaube, dass vielleicht Algen ein Thema sein wird, was interessant ist, aber auch Insekten, dass wir eine Vielfalt brauchen. Weil nicht jeder ist mit Tofu, mit Soja-Alternativen, mit Erbsenprotein zufrieden. Ich glaube, die meisten sind nicht zufrieden damit, weil sie es noch nicht ausprobiert haben. Und der Punkt, den wir versuchen zu machen, ist ja auch, es geht nicht um unsere Zufriedenheit beim Essen, um die 5 Minuten, sondern es geht um das, was das für Konsequenzen für die Leben. Absolut, stimme ich 100% mit dazu. Ich kann schon mal direkt davon. Vollkommen richtig. Ich denke, wir haben ein riesen Klimaproblem, wo wir das ganze Thema, wir haben das Thema Tierwohl einmal beleuchtet, aber wir haben auch ein riesen Issue, die Massentierhaltung sorgt einfach dafür, dass wir den Planeten nicht länger beleben können, wenn wir so weitermachen. Mal ganz kurz, allgemein Verständnis, ich habe vorhin schon mal gefragt, das ist ein bisschen untergegangen. Was ist denn Massentierhaltung? Die anderen beiden gehen bei dem Ökosystem nicht vor, oder was? Was ist denn das für ein scheiß Spiel? Guck mal hier, sie sagt, wir haben ein Problem, wenn wir Fleisch essen mit unserem Ökosystem und nur er geht vor. Den Planeten nicht länger überleben können, wenn wir so weitermachen. Mal ganz kurz, so, zum allgemeinen Verständnis, habe ich vorhin schon mal gefragt, das ist ein bisschen untergegangen. Was ist denn Massentierhaltung? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dieses Spiel. Ist es Massentierhaltung, wenn ich 10 Schweine habe, wenn ich 100 Schweine habe oder wenn ich 10.000 Schweine habe? Wo geht Massentierhaltung los? Das ist die Frage, die sich mir immer wieder stellt. Das ist eine wichtige Frage. Also natürlich, je mehr Tiere auf engstem Raum gehalten werden, desto schlimmer sind im Durchschnitt zumindest sowohl die Haltungsbedingungen als auch die Klimafolgen. Aber ob das jetzt so und so viele Betriebe gibt oder nicht, ist relativ irrelevant. Aber wir wissen, dass die Summe kumulativ der Massentierhaltung der größte Flächenverbraucher, Wasserverbraucher ist der größte... Bullshit. Nico erzählt Bullshit. Wir verbrauchen kein Wasser. Merkt ihr das nicht? Regenwaldabholzer, der große Verbraucher von Antibiotikern. Und wir sehen Pandemien, wir leben in einer, die jetzt aus dem Wildtiermarkt kommt. Aber wenn wir uns weiter angucken... Das weiß man auch nicht. Das ist überhaupt nicht nachgewiesen, woher das kommt. Vielleicht kommt es sogar aus dem Labor. Auch Experten und Virologen fragen, dann stehen kommende Pandemien unter anderem aufgrund der industriellen Massentierhaltung bevor. Und das ist alles, wo es dann plötzlich nicht mehr um das Individuum geht und meine persönliche Entscheidung, sondern kumulativ um die Weltgesundheit. Und das ist ganz interessant. Also Massentierhaltung bei Insekten ist ein anderes Thema als bei anderen Tieren. Insekten sind Kaltblüter und die wollen ganz gerne nah beieinander wohnen. Und dementsprechend sind die prädestiniert dafür, um sie in Massentierhaltung halten zu können. Von daher bieten die unglaublich großes Potenzial, die im Vertical Farming Bereich zu halten. Ich bin immer wieder verwundert, Leute haben im Grunde genommen oft einen Ekel gegenüber Insekten, aber bevor sie anfangen, eine pflanzliche Alternative zu nehmen, reden sie dann über Insektenburger und finden das viel appetitlicher und sagen, nee, so ein Pflanzenwürstel ist voll eklig. Das finde ich schwierig, aber ich denke, dass es auf jeden Fall... Ich habe mal so einen Insektenburger vom Penny gegessen. War scheiße.
weil weniger schlecht ist als das, was... Aber nur, weil da noch viele andere Quatschsachen drin waren. ...was wir in der industriellen Massentierhaltung machen. Ich denke, dass die Zukunft aber eher in der zellbasierten Landwirtschaft liegt, wo wir den Umweg über die Kuh und das Schwein und das Insekt weglassen und sagen, wir züchten einfach eine Zelle und machen daraus Fleisch. Nein, das ist auch Quatsch. Das funktioniert auch nicht. Wie bekommst du die ganzen Fette denn, die unterschiedlichen Fettsäuren in entsprechend dieses Fleisch rein? Wie bekommst du die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, Kreatin und so weiter? Wie bekommst du das alles in das Fleisch rein? Das ist eigentlich Quatsch. Das heißt, dieses Fleisch, was im Labor gezüchtet wird, hat im Prinzip überhaupt keinen Nährwert mehr. Also bis auf Protein hast du dann vielleicht noch was, aber ob das dann auch in einem richtigen Zusammenhang ist. Und du musst das Muskelfleisch, was du dann züchtest, musst du auch noch entsprechend trainieren. Also ich glaube nicht, dass das Fleisch der Zukunft, dann hast du einfach eine kopflose Kuh da rumlaufen. Schon haben wir die allermeisten Probleme gar nicht mehr. Achso, Fette sind schlecht. Als Ernährungswissenschaftler beschäftigst du dich mit Fleischalternativen, die noch in der Entwicklung sind. Würdest du sagen, dass Clean Meat, also das Fleisch aus dem Reagenzglas, dass das die zukünftige Lösung sein wird? Ja, also ich denke, und da werden wir wahrscheinlich alle einig sein, die Menschheit wird nicht in absehbarer Zeit aufhören, Fleisch zu essen. Ich denke aber, dass es in ein paar Jahrzehnten Vergangenheit sein wird, dass der Großteil der Menschheit Fleisch aus einem Tier isst, sondern man wird diesen extravaganten Umweg über das Tier ganz einfach weglassen und die Zelle kultivieren und somit einen großen Teil, fast alle werden eigentlich sein, und somit einen großen Teil an Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch und Landverbrauch sparen. Und so können wir nicht nur klimafreundlichere, sondern halt auch gesundheitsförderliche Produkte kreieren und das gleiche Geschmackserlebnis haben. Es wird mit Sicherheit trotzdem noch Tierhaltung geben, im kleinen Maß, aber... Was ist am Fleisch nicht gesundheitlich förderlich? Das ist auch Bullshit. Das große Problem der Massentierhaltung, die eine... Und als ob die dann den Burger, wenn sie einen Burger aus einem Reagenzglas machen, als ob der gesünder ist als ein richtiger Burger. Da hast du immer noch das Ketchup dabei, du hast die Pommes dabei, du hast ein Brötchen dabei. Schwachsinn. Genau, nimm einfach Supplemente, alle. Fertig. Die größten Probleme unserer Gesellschaft sind, die gehören zukünftig in der Vergangenheit an. Was sagt ihr dazu? Bewegt euch, das hat sich ja jetzt wieder einen Schritt nach hinten bewegt. Freunde. Ja, voll. Ich stimme dir zum Teil zu. Ich glaube, das In-vitro-Fleisch, was du gerade angesprochen hast, sprich das Fleisch aus dem Reagenzglas, nicht unsere Zukunft sein wird. Ich glaube aber, dass Fleisch ganz klar in den Hintergrund rücken wird und dass wir vielleicht eine Verteilung von 90% vegane Produkte, 10% Fleischprodukte haben werden. Was, da glaube ich schon dran. Sehr gut. Aber dann seid ihr euch wunderbar. Da bekommt der Name Clean Meat tatsächlich eine neue Bedeutung. Zumindest schon an dem Punkt einer Meinung, dass man Alternativen suchen soll. Deswegen Zeit für die letzte Runde. 11. Frage. Sollten wir die Mehrwertsteuer von Fleisch von 7% auf 19% erhöhen und die zusätzlichen Einnahmen in die Von 6 auf 6. Nee, was haben wir gerade? Haben wir 5? Nee, 7% und haben wir denn gerade 16, ne? Besserung des Tierwohls stecken. Wenn ihr mir zustimmt, dann kommt ihr jetzt einen Schritt auf mich. Mehrwertsteuer innen. Zu? Was wäre die Alternative? Was wäre die Alternative? Also das wäre ja Einlösung. Sollten wir das? Ja, stimmt ihr zu, dann kommt ein Schritt auf. Das wäre Einlösung. Warum willst du die Mehrwertsteuer denn erhöhen? So ein Bullshit! Wenn du die Mehrwertsteuer erhöhst, dann bekommt der Staat das Geld. Und nicht, es geht nicht in das Tierwohl. Die Landwirte, die müssen gefördert werden. Wenn es Biofleisch ist, wenn es Demeterfleisch ist oder sonst was, dann muss das teurer werden und fertig. Es muss einfach, die Preisspanne muss dann einfach höher sein, dass es sich lohnt, entsprechend Biofleisch anzubieten. Aber die Mehrwertsteuer zu erhöhen, ist doch Kokolores. Kokolores. Schwierig. Das Problem, was wir da haben, ist ja fehlende Transparenz, weil wenn die sagen, okay, pass auf, wir nehmen das Mehrgeld und investieren es in bessere Tierwohl, dann was das beim Konsument oder KonsumentInnen macht, ist ja letztlich... Ja, McDonald's wird, also so große Firmen wie McDonald's und so, das werden die ersten sein, die Kunstfleisch entwickeln und anbieten. Ah, okay, ich kann jetzt Fleisch mit gutem Gewissen kaufen. Super. Also wenn es teurer wird, ja, es soll teurer werden. Ja. Okay. Das ist Schwachsinn, völliger Schwachsinn. Teureres Fleisch, das bringt doch am Ende dann nichts. Jetzt, Kinder. Johanna sagt nein, also, und bleibt stehen. Ja, gut. Es sollte. Ja, aber dann hast du das Biofleisch auch wieder teurer, da kauft ja auch keiner mehr Bio. Und die Leute kaufen Zigaretten für 8 Euro. Und was willst du denn machen? Willst du die Leute, wenn du die guten Lebensmittel, die Fleischlebensmittel, die guten Lebensmittel, wenn du die noch teurer machst quasi, was willst du den Leuten denn dann geben? Weizenbrötchen weiterhin? Weizenbrötchen, Gummibärchen und Cola? Das essen die Leute doch, weil die kein Geld haben. Die Leute, die sowieso arm sind, die können sich sowieso nicht so viel Fleisch leisten. Klar, keine Frage, müsste mehr beim Landwirt ankommen, bin ich der Meinung. Gar nicht, damit der Landwirt jetzt öfter in Urlaub fahren kann oder sich einen dicken Audi kauft, sondern um es dann in die Tierhaltung zu stecken, gar keine Frage. Mit einer Steuer finde ich das schwierig, da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass es funktioniert. Warum? Und warum? Weil du das so zweckgebunden nicht verteilt bekommst, bin ich der Meinung. Und einfach nur jetzt pauschal zu sagen, Fleisch muss teurer werden, finde ich auch komplett falsch, denn letztendlich hängt da immer wieder der Lebensmitteleinzelhandel drin und, wo das meiste Geld zumindest heute hängen bleibt. Ja, richtig. Eigentlich wenn man die Steuern erhöht oder so, dann müsste man zumindest sagen, okay, das Geld geht jetzt aber direkt in die Biolandwirtschaft.
Frage. In allen öffentlichen Kantinen, also Schule, Universitäten, Unternehmen und so weiter, sollten in Zukunft mindestens ein Drittel vegane Gerichte und ein Drittel vegetarische Gerichte angeboten werden. Oh Gott, dann haben wir ja nur noch verweichlichte Kinder. Die Kinder sind doch heute schon verweichlicht. Die machen TikTok und so einen Scheiß. Wir züchten doch sowieso eine neue Generation an Pussys ran. Und dann sollen die auch noch weniger Fleisch essen und mehr Soja? Oh Gott, dann kriegen die ja noch weniger Proteine. Ich habe keine Zukunft mehr. Aber mir ist das egal. Ich bin dann alt, ich bin weg. Und wenn nicht, gebe ich mir die Spritze. So, ein Drittel vegan, ein Drittel vegetarisch und ein Drittel Fleisch. Jeden Tag. Und ein Drittel Carnivore. Dann wäre ich zufrieden. Auf jeden Fall. Es sind immer noch zwei Drittel Fleisch. Das kommen wir zum letzten Lösungsvorschlag. 13. Frage von 13 Fragen. Deutschland sollte deutlich mehr Geld in die Forschung von Clean Meat investieren. Wenn wir in Zukunft Fleisch essen wollen, dann sollte dafür kein Tier mehr getötet werden müssen. Stimmt ihr zu? Ihr bleibt stehen. Bist du schon drin? Ich glaube, Nico ist da irgendwie mit drin in den Ding. Entweder der hat Aktien gekauft von irgendwas, dass er das so propagiert, oder er hat wirklich nicht nachgedacht, wie die Vitamine und so weiter ins Fleisch kommen sollen. Was ist das? Komm, bist du hier? Oder? Weiß ich nicht, aber ich finde so, weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Fleisch aus dem Reagenzglas habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt und möchte deswegen auch jetzt wieder einen Schritt vor und noch zurückgehen. Ja. Johanna, du sagst nein. Richtig. Okay, dann konnten wir dich leider als Einzige, das zähle ich jetzt einfach mal zumindest als ein halbes hier im Kompromiss drin, mit reinbewegen, aber du bist ja trotzdem sehr nah auf die andere Seite zugekommen. Ihr seid euch grundsätzlich sehr nahe gekommen, das finde ich schön. Ja. Danke auf jeden Fall für eure Zeit und fürs hitzige Diskutieren. Also ich fand es einfach sehr, sehr schön, dass... Gott, war das schlecht. Was waren das denn wieder für Argumente hier? Clean Meat ist Fleisch im Labor. Die machen das im Reagenzglas. Aktuell wird das noch aus, ich glaube, Embryozellen. Also du musst im Moment immer noch Tiere töten dafür, dass du diese Zellen bekommst. Und dann kannst du das züchten, wie Bakterien quasi in einer Petrischale. Aber da frage ich mich, wie kommt das Fett da rein? Wie kommen die Vitamine da rein, Mineralstoffe da rein und die Begleitspurenelemente? Begleitspurenelemente. Naja. Clean Meat ist einfach nur, da kannst du dir auch einen Proteinshake reindrücken. Clean Meat ist einfach nur ein Proteinshake, mehr nicht. Einfach nur Proteinshake, einfach nur EAAs. Ja, lieber eine Schachtel Tabletten rein, als ordentlich zu essen. Das ist halt leider so, ne? Gut, aber ich denke mal, da haben wir heute mal ein spannendes Video gesehen. Ihr könnt ja David mal fragen in seinem Livestream, ob er gerne Clean Meat essen würde. Linkadresse kopieren, komm, ihr überrascht den mal. Fragt ihn mal, ob er Clean Plant essen würde. Gezüchtete Pflanzen aus dem Labor. Ich wünsche euch was, einen wunderschönen Abend noch und bis morgen, würde ich sagen.